Wir sind uns darüber bewusst, warum ihr nach Alanfa gekommen seid, und ihr habt in der kurzen Zeit doch einiges an Dingen für euch bewirkt, vermute ich. Etwas, was andere wesentlich länger bedürfen. Also, wisst ihr vom Landverschlinger und dem Jahr der Fluten? Wir wissen davon. Wir wissen davon, dass ihr Schiffe braucht. Wir wissen davon, dass Chantala euch eine ihrer Schiffe überlassen hat, und wir werden weitere zwei Schiffe beisteuern, sowie Sklaven, die sie rudern. Allerdings werdet ihr euch Kapitäne suchen müssen. Diese können wir euch zwar stellen, doch ich glaube, dass ein selbstgewählter Kapitän eure Zuneigung zu den Schiffen wesentlich verstärken würde. Sprecht ihr von den Triremen, die euch unterstellt sind, O Patriarch? So ist es. Shantana wird euch den Fluch der Wahrheit übertragen, und von mir werdet ihr den Willen des Patriarchen bekommen und Bestariels Nun, vielen Dank für diesen großzügigen Beitrag zum Erhalt der weltlichen Ordnung. Wir hätten noch eine andere Bitte, Sulamin. Sulamin tritt vor mit der Urne in den Händen. Dies ist die Asche von Aviander Falkenflug. Sie war unsere Abesgeweihte und Navigatorin. Sie verlor ihr Leben im Kampf gegen die blutige See. Und wir möchten euch bitten, dass wir ihre Asche vom Rabenfelsen aus verstreuen dürfen. Es sei gewährt. Hab Dank. Wir sind uns bewusst, was für eine große Gunst dies ist. Das ist es. Nun, wir wollen nicht länger eure Aufmerksamkeit mit unseren Nichtigkeiten, nun ja, belästigen. Wir haben vor, noch heute Nacht oder spätestens morgen früh abzulegen. Vielleicht kommen wir einmal wieder nach Alanfa und dann können wir die Gespräche fortsetzen. Ihr werdet erwartet. Hab vielen Dank, Patriarch. Ich gucke mal zu den anderen, ob die noch was machen wollen oder sagen wollen. Sehe aus, als möchte ich gehen. Aber das tue ich die Hälfte der Zeit also. Sagt, eine Frage hätte ich noch. Ich habe von diesem Ritual gehört, dass einmal im Jahr sieben Freiwillige sich Boron darbieten und vom Felsen springen. Der Flug der Zehen. Ah, zehn sind es. Wenn nun ein Magier darunter ist, der sich in einen Vogel verwandeln kann, wird es gelingen oder wird Boron es verhindern? Sein Lächeln ist milde. Er sieht belustigt aus. Und das nicht Schadensfreude, sondern wahrlich belustigt. Ihr solltet es nicht versuchen, wenn ihr nicht in Borons Hallen einziehen mögt. Nein, nein, das hatte ich nicht vor, aber ich war neugierig. Ich hatte mit Abel mir einmal eine Diskussion darüber geführt. Boron wird die Seinen erkennen. Ah. Ja, dann würde ich mir tiefer neigen und verneigen, mich zurückziehen. Genau. Wenn wir draußen sind, meint Zulamin lächelnd zu Boltax. Ihr habt es tatsächlich geschafft, ihm ein Lächeln zu entlocken. Nun, es war ja auch eine wichtige Frage. Ja, Amira Honang selber ist drin geblieben, allerdings hat sich Lucan Queseda euch angeschlossen. Ah, Meister Queseda. Signore Boltax, eure Frage war gut. Ich konnte tatsächlich auch ein Lächeln an ihm erkennen. No, es würde nicht funktionieren. Na, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich wollte Gewissheit und ich denke, er ist die Autorität auf diesem Gebiet, nicht wahr? Sie, Signore, ich stand bereits auf diesem Felsen und neben mir standen zwei Magus. Ich verstehe. Und doch steht ihr noch hier. Das ist der Grund, warum ihr ein Heiliger der Kirche seid, nicht wahr? Sie, Signore, ich bin in größtem Boron-Vertrauen die Klippen hinabgesprungen. Und er öffnete mir meine Augen. Ah. Nun.
Wie genau, Meister Keseda, wie macht ihr es? Was ist euer Geheimnis? Gottvertrauen. Ich nehme meine Umgebungen nicht mehr mit den Augen wahr. Verschließt euch nicht der Wahrheit. Die Wahrheit ist da draußen, ihr braucht eure Augen dafür nicht. Jalan hat manchmal ein Problem mit der Wahrheit. Mit der Wahrheit habe ich kein Problem, Boltax. Nur mit dem, was andere Leute als Wahrheit bezeichnen. Seht ihr? Es gibt keine objektive Wahrheit. Ich glaube, das hat Lukan versucht, euch zu sagen. Aber wie macht ihr es alles? Ihr seid, wie man so hört, der größte Schwertmeister, den Alan für diese Generation gesehen hat. Nun, das scheint wohl so. Auch wenn ich mal sagen muss, dass Sulamin mich an dem gestrigen Tag schwer gefordert hat. Ne? Ich habe davon gehört. Ich bedauere es nicht gesehen haben zu können, aber nach allen Berichten war es ein facettenreicher Kampf. Seht, wenn ihr die Augen schließt, ihr könnt sie wahrnehmen. Ihr müsst sie dafür nicht riechen oder hören. Sulamin ist da. Als großer, roter... Einige sagen Punkt, andere sagen Aura. Ihr habt sie auch. Sie ist abwechselnd Gold und Silber. Und ich habe sie auch. Ihr könnt auch mich erkennen. Es ist der Widerhall in der Sphäre, nicht wahr? Sie, Senore. Aber es muss doch für euch eine große Umstellung gewesen sein, wieder dorthin zu kommen, wo ihr vielleicht, bevor Boron euch, wie ihr sagt, die Augen öffnete, gewesen seid. Wo habt ihr die Kraft hergenommen? Was ist schon Zeit? Und mir fällt gerade auf, ich weiß es nicht. Warum überhaupt habt ihr den Flug angetreten? Das ist eines der größten Rätsel, ne? Nun gut, behaltet eure Geheimnisse. Das hat er uns am Anfang doch bereits gesagt. Er stand dort voller Vertrauen. Er ist den Flug angetreten, weil er Vertrauen hatte. Ist kein Grund, Boltax. Es ist keine Antwort. Nun doch. Ihr seht sie nur noch nicht. Es ist eine große Ehre, diesen Sprung zu wagen. Aber wenn wir einmal den Tempel umrunden und ihr dort die Asche verstreut, dann werdet ihr es vielleicht erkennen, ne? Vielleicht. Wahrheit findet sich manchmal an den unerwartetsten Orten. Wenn ihr das Bedürfnis habt, springen zu wollen, dann... Nun, tut es einfach. Ich schlucke einmal gut hörbar und gehe mit den anderen mit. So könnt ihr mit Lukan Keseda gemeinsam den gewaltigen Tempel umrunden. Eine große Freifläche, viel schwarzer Kies, der hier aufgebahrt worden ist, einige Blumenbeete, die hier noch euch empfangen und dann vor euch der gewaltige Rabe von Golgari, der hier in die Brüstung von dem Visra eingefasst worden ist. Aber er war schon immer hier. Er ist hier rausgewachsen, hat sich hier niedergelassen, wurde versteinert. Ein gewaltiger Avatar. Oder Alvaran, ja? Ihr wisst es nicht genau. Er ist riesig. Und perfekt gearbeitet. Die Stufen, die nach oben führen, haben sicherlich schon mehr als 2000 Jahre gesehen. Das ist sehr, sehr lange her. Eine sehr blutige Geschichte. Und Abelmir denkt zurück an die Begegnung im Dschungel mit den Voodoo-Kriegern, auch wenn das nicht viel damit zu tun hat, aber die Voodoos waren schon immer hier. Und dann bläst euch der Wind von den Felsen entgegen, die Seeluft, die riecht, und unter euch könnt ihr das Schwappen der Wellen hören. Die kleinen Villen, die dort liegen, die Vergnügungsinseln der Granden, die Wassergärten, die den ganzen Rabenfelsen umrundet haben. Man könnte sicherlich dieses Schauspiel sich gut von dort unten ansehen, wenn dann 10 einzelne Personen hier herunterspringen. Könnt ihr erkennen, wie sie dort kleine Ameisen sind und sicherlich der ein oder andere Grande, den man noch kennt, der dort unten sich gerade sonnt oder euch betrachtet. Und ein Ziehen, was euch erfüllt. Es ist nur ein Schritt, ein zweiter Schritt, den man gehen muss, und man würde ähnlich heilig wie Lukan Keseda gesprochen werden. Ich bleibe 5 Schritt vor diesem Abgrund stehen. Ich stelle mich bis an die Kante und schaue runter. Ich auch. Das ist ich doch... würde auf jeden Fall auch runterschauen. Ja. Er kann einen Moment lang übers Springen nach. Selbstbeherrschungsprobe. Irgendwelche Nachteile?
Selbstsucht zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass Selbstsucht lässt mich eher nicht springen. Das sollte eine Erleichterung sein. Nee, wenn du runterspringst, wirst du auf alle Fälle als Heilige der Burg oder als Aber wenn, ich, runter, als aber wenn ich runterspringe, habe ich Pranas als Götterfürsten verweigert und werde von ihm verstoßen. Ja, aber du ziehst direkt in Borons Reich ein. Das will ich da. Doppel ich will eins. Da nicht hin. Oh ja, also Diamantis bleibt auf jeden Fall stehen. Ja, Diamantis schubst uns anderen runter. Warte. Wenn ihr alle Boron heilig seid, kriege ich das Schiff. Ich habe, glaube ich, keine Nachteile, die mich hier irgendwie triggern. Also 13 sind. Punkte wahrscheinlich nicht, nee, aber es ist schon so ein Gefühl, so dass man wirklich drüber nachdenkt. Ihr guckt da runter, es ist so einfach. Es dauert zwar lange, dieser Fall, es ist kein Fall, es ist ein Flug. Es ist ein Flug, man müsste einfach nur die Arme ausbreiten und die Felsen willkommen heißen. Wie hoch ist diese Klippe? Sie ist sehr hoch. Es ist schon sehr tief. Ich möchte springen. Was? Aber ich bin nicht fertig, also lasse ich's. Wenn du möchtest, kannst du springen. Ich zwinge dich nicht. Du hast deine Selbstbeherrschungsprobe geschafft, aber du darfst. Ich weiß. Aber Jana ist nicht fertig, deswegen springt er nicht. Aber er wird nie fertig sein, deswegen wird er auch nie springen. Aber wenn er nie springt, wird er nie heilig. Und wenn er nie heilig wird, wird er nie fertig. Ja. Du denkst so ein bisschen. Die Abenteurer, du hast schon genug Abenteuer erlebt. Eigentlich wärest du fertig. Aber dann denkst du zurück an Zorgan und deine Frau und deine Kinder. Und trete von der Klippe zurück. Wie hoch ist die Klippe mit Entfernungssinn? Sagst du mir das oder lassen wir das immer noch im Ungenauen? Also, derisch ist sie 50 Meter hoch. Derisch. Aber du bist dir nicht ganz sicher, ob du, wenn du die Wasserfläche erreichst, ob du tatsächlich auch A, auf die Felsen aufschlägst, B, auf das Wasser oder noch weiter und tiefer fällst. Es könnte sein, und also deine Selbstbeherrschung sagt dir das auch, du springst direkt in Borons Hallen. Ja, dann lassen wir das mal. Also trete ich auch zur Seite und lasse Zulamin, sofern sie möchte, mit der Urne vorantreten. Noch ein bisschen interessiert nach unten auf das glitzernde Wasser. Ja, während du da oben stehst, merkst du auch, wie deine Nase anfängt zu bluten. Es tut nicht weh, aber du spürst, wie deine Magie einfach komplett unterdrückt wird. Es ist einfach nur dumpf. Ist interessant. Ja, ich wisch mir das Blut von der Nase, bleib aber stehen, weil wir ja jetzt die Beerdigung machen. Ja, Zulamin hat geduldig gewartet, bis sich nicht mehr alle am Rand der Klippe drängen. Tritt dann selber so, naja, bis auf einen Meter vielleicht an den Rand heran. Hält einen Moment inne, denn sie hat diese Drogen heilen immer noch ein bisschen nach und so zieht sie sich selbst über die Schulter und in die Tiefe und spürt diesem Gefühl der Leere unter sich nach. Aber dann wendet sie den Blick vom Abgrund ab und schaut hinauf in den Himmel. Avesha, Raja-Sohn, Herr des Horizonts, wir haben uns heute hier versammelt, um deine Dienerin Avianda Falkenflug zur Ruhe zu betten. Sie, die niemals freiwillig geruht hätte, solange sie noch einen Winkel Aventuriens nicht erkundet hatte. Sie war mit ihrer Kenntnis von Land und See und ihrem heiteren Gemüt zu jeder Zeit eine Bereicherung für unsere Mannschaft. Und vielen von uns eine gute Freundin. In ihren letzten Stunden noch zeigte sie uns deine Wunder, indem sie den Hoftag der Sprachen ausrief und uns in fremden Zungen reden ließ. Wir haben sie auf ihrer letzten Reise begleitet, vom Golf von Pericum, wo sie den Tod gefunden, bis in die Stadt des gekrönten Raben, wo ihre letzte Ruhestätte sein soll, während ihre Seele gewiss längst ein Paradies schaut. Avianda wurde uns entrissen von unseren Feinden,
die deinen schönen Kontinent in den Fluten der blutigen See untergehen sehen wollen. Und so bitten wir dich, halte deine schützende Hand über die mondsilberne Drachentöter, wenn wir heute Abend erneut in See stechen, um die Mission fortzusetzen, für die Aviander ihr Leben ließ. Oron, Unausweichlicher, ich empfehle dir Aviander an. Sende deinen Raben aus, auf dass ihre Seele keinen Schaden nehmen möge und ganz sicher ihren Weg in Aves Paradies findet. Aviander, ich weiß nicht, ob du es zu Lebzeiten je nach Al-Anfa geschafft hast. Aber ich hoffe sehr, dass es dir hier gefällt. Wir werden dich vermissen. Und Zulamin nimmt den Deckel der Urne ab, greift hinein und verstreut eine Handvoll Asche in den Wind, bevor sie sich umdreht, um auch den anderen die Möglichkeit zu geben. Als du den Deckel öffnest, kannst du sehen, wie wohl unten von den Wassergärten ein großer Paradiesvogel aufsteigt. Ja, ich greife in die Urne, nehme eine Handvoll Asche, werfe sie in den Wind und rufe: Flieg, kleiner Vogel, flieg! Ja, nach Boltax trete ich heran, greife einmal in die Urne und lasse es wortlos über den Staub, den Asche über die Rand der Klippe fallen. Etilios greift auch hinein. Möge Golgari sie führen vor Rheton, die allwissende Waage. Möge diese Seele nach deinem Urteil finden, wofür sie bestimmt ist. Ich nehme mir eine Handvoll und werfe. Flüstere mehr zu mir selbst. Den Besten hol sich Boron zuerst. Ich trete mal vorsichtig näher auf die Urne zu, auf die anderen zu. Greif mir den letzten Rest. Streu die Asche im Wind. Möge Aves sich nach deinem Tod zu weiteren Abenteuern führen. Und schließe dann die Urne und gib sie wieder Zulamin zurück. Gut, Zulamin nimmt die Urne wieder entgegen und verneigt sich einmal in Richtung der Klippe. Und würde auch also das Ganze als Grabsegen ansehen, auch wenn es kein Grab gibt. Aber es ist wahrscheinlich überflüssig, sowas jetzt zu würfeln. Genau, musst du nicht. Ja, also stehen wir da noch eine Weile und irgendwann wenden wir uns dann still zum Gehen. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass im Weg zurück viele Worte verloren werden. Dass wir uns den Weg gemeinsam in Stille verbringen. Wir dann zurück auf dem Schiff sind, oder möchte irgendwer was sagen? Da, wo der Weg abzweigt zur Villa Karinor, fragt Zulamin Kieras leise: Wollt ihr euch hier verabschieden? Oder verabschiedet ihr uns vom Steg aus? Ich werde euch vom Steg aus verabschieden. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Das freut mich. So könnt ihr wieder zurück. Drei Schiffe habt ihr bekommen. Für die kurze Zeit, wenn ihr es umrechnet, viel Geld gespart. Naja, drei Triremen. Triremen mit Sklaven. Also, die Sklaven sind teuer. Was es schlechter macht statt besser. Aber irgendwie wart ihr ja schon erfolgreich. Zudem viele neue Freunde gewonnen und viele neue Feinde. Die Paligans habt ihr verärgert, die Zornbrechts und Horun. Dafür habt ihr mit dem Haus Kugris eine große Freundschaft geschlossen, ihr habt Karas Geras wiedergefunden und auch die Florios waren gar nicht so übel. Die Bonnerets scheinen euch zu mögen, aber sie sind so undurchsichtig und werden euch wahrscheinlich nur ausnutzen. Ihr habt die Spiele in der Arena gewonnen und das Vertrauen des Volkes gewonnen, im Schlund ein Waisenhaus gespendet. Was mag nun folgen? So betretet ihr grüblerisch wieder die mondsilberne Drachentöter.
und könnt erkennen, dass eure mondsilbernen Glyphen bereits angelaufen sind, als würden sie dort schon seit 100 Jahren hängen. Es ist kein Rost, die sind einfach nur matt. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Angroschminia! Ja? Helft mir doch bei einer kleinen Ausbesserung. Ja. Ach, verdammt, was ist das denn? Ich habe sie extra poliert. Macht euch nicht den Kopf drum, Bier. Soll ich sie nochmal abschleifen? Ja. Warum? Hm. Ich habe mal vermutlich irgendwo zwischen den Zimmermanns Hammer genommen und hebel gerade das R und das N raus aus dem Mondsilbern. Warum nehmt ihr die nicht zuerst und schmiedet ihr sie doch so zusammen, dass sie wie ein M aussehen? Und was soll das dann heißen? Es ist immer noch die Mondsilbernen Drachentöter, nur. Vertraut mir, Angriffsminia, vertraut mir. Tja, na gut. Ich schleife das dann ab, aber wahrscheinlich mache ich das dann. Also, segeln wir jetzt heute Abend noch los? Ja, und wir können nicht ohne Namen in See stechen. Das bringt Unglück. Okay, das wird ein bisschen dauern. Ich verstehe. Arbeitet so schnell wie Angrosch Segen euch lässt, ja? Ja, ich kann das schon machen. Dann 2 Stunden. Bis gleich. Ich gebe dich sehr bedächtig zu Abelmir, der vermutlich gerade von 3 Quartiermeistern belagert wird, die irgendwas von ihm wollen. Captain? Ja. Wir brauchen noch ein Bändchen. Was ist denn schon wieder los? Wir arbeiten noch an dem Namen. Was ist mit dem Namen? Wir arbeiten an ihm. Macht euch keine Sorgen. Gut. Heute Abend laufen wir aus. Ja, ich habe das klar gemacht. Bis dahin wird alles stehen. So, ich wende mich wieder den Quartiermeistern zu, den Proviantmeistern und... Ich gehe zu den anderen. Ja, also wir haben jetzt nochmal 500 Kilo Zwiebeln und 200 Kilo Kartoffeln und Reis und hier brauche ich noch eine Unterschrift, bitte. Oh, ja, sehr schön. Habt ihr auch an die 3 Fässer Zitronensaft gedacht? Ja, haben wir. Wir waren sogar 4 Fässer, wir haben das 4. umsonst bekommen. Oh, wunderbar. Nein. Hier ist eine Gehaltserhöhung oder so? Nein. Das Essen war zu eurer Zufriedenheit? Nun ja, es war essbar. Okay, weil wenn die anderen sich beschweren wegen Fußnägeln im Essen, wir haben damit nichts zu tun. Natürlich. Ich mach mir gerade eine geistige Notiz, irgendwie einen neuen Smoothie zu suchen. Ja. Find mal einen. Ja, und ich würde dann weiter die Unterschriften unter die Proviantlisten setzen und die Händler ausbezahlen etc. Okay, dann haben wir die 16. Stunde. Bis zur 18. wird dann Angroschminia hoffentlich fertig sein. Viel Zeit habt ihr euch nicht mehr. Möchtet ihr noch wenig irgendwas Dinge tun? Zunami, du kannst erkennen, wie eure Bordmager Marches Kapaldigan wieder ankommt und sich kurz vor dir verbeugt. Ja, ich habe gehört, dass ihr etwas von mir wollt. Adapter, ich war mir nicht sicher, ob ihr uns weiterhin erhalten bleiben werdet. Ich habe bei euch eingeschrieben und allein das bloße Anlaufen des Hafens Al-Anfa sorgt nicht dafür, dass ich meinen Dienst quittiere. Das wäre doch unehrenhaft. Zudem wurde ich von der Basaltfaust empfohlen. Nun, das nicht, aber euer Anverwandter Goldo scheint uns diese Sache mit dem Schlinger etwas übel zu nehmen. Wie steht ihr dazu? Nun, ich hasse euch nicht, sagen wir so. Es ist mir egal, was ihr in der Arena tut, aber ihr habt den Namen Paligan tatsächlich beleidigt. Und ihr fühlt euch davon nicht persönlich angegriffen? Ich persönlich fühle mich nicht angegriffen. Sehr wohl trage ich allerdings diesen Namen und den habt ihr beschmutzt. Ich weiß allerdings, Dienst von Privatem zu trennen. Nun, es freut mich zu hören, dass ihr keinen Groll gegen uns hegt und uns weiter begleiten werdet. Alles andere wäre unprofessionell. Und das ist wirklich das Letzte, was ihr seid, nicht wahr? Korrekt. Nun, dann will ich euch nicht länger die Zeit stehlen. Wir werden bald auslaufen. Ihr hattet tatsächlich Angst, dass ich vergrämt bin? Gut zu wissen. Damit dreht sie sich um und geht.